Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 3 mit eurem Gabro. So, wir sollen irgendwie das Riechsalz herstellen. Dafür brauche ich aber erst, was war das gleich nochmal? Gemahlenes Hirschhorn-Schlabbergedöns. Keine Ahnung, habe ich schon die Leinwand angeklickt? Ich weiß das gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh, was haben wir denn? Hä? Da ist Kamerazubehör? Ach, wie geil. Also nein, habe ich wohl noch nicht gemacht. Für Film und Fotografie. Das hier sieht aus wie ein Aufsatz für eine Kamera. Was das wohl ist? Keine Ahnung, nimm mit. Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus- und einklappen. Ja, ich denke, das ist ein Farbfilter für Kameras. Perfekt. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich auch mit dem Film viel mehr etwas anfangen. Höchstwahrscheinlich gibt es ja dieses Hirschhornmehl, dieses gemahlene Hirschhornmehl, um genau zu sein. Wird es garantiert hier hinten in dieser Schatulle geben. Und der Code für die Zahlenkombination, der befindet sich im Videoprojektor. Ich habe den Farbfilter vorne am Projektor montiert. Jetzt kann man sich Filme in bunten Farben ansehen. Wow, ja dann schieß mal los, wa? Dann sollte das doch jetzt kein Problem mehr darstellen. Hoffentlich. Ich sehe mir den Film nochmal an. Okay, so, dann spulen wir mal wieder zu der... Ah, und jetzt kann ich die Dinger überlagern. Alles klar. Gut, dann spulen wir mal eben kurz... zu der Stelle vor. Ich hoffe nur, dass das auch genau diese Stelle sein soll. Es wäre ja schon schön. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus, weil ich wüsste nicht, welche Kombination da richtig sein könnte. Nein. Nö, nicht so wirklich. Ah! Tada! 2180. Eine vierstellige Zahlenkombination. Ja, geil. Dieser Phil ist ein richtiges Schlitzohr. Keine ja, scheint so. Idee, eine Zahlenkombination in einem Film zu verstecken, die auch nur mit einem speziellen Farbfilter sichtbar ist. Ja, die Idee ist toll, aber warum? Ja, obwohl, wenn man ein bisschen vergesslich ist, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber ist egal. Gut, jetzt haben wir es ja. Dann wenn die kennen Zahlen wir jetzt auf dem Film die Kombination für diese Kiste sind, dann... Boah, der Typ, der kommt doch da gleich bestimmt irgendwann rein. Hä? Was ist da drin? Mal sehen. Das sah aber nicht nach Hirschhornmehl aus, um ehrlich zu sein. Wie ich bereits sagte, kann ich mit dem Foto nichts anfangen. Die Betreffende hat das Dorf anscheinend verlassen und ist somit für mich nicht mehr von Interesse. Sie haben mir bereits zu viel Geld für die Feuerbilder abgeknüpft. Schluss damit. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Nach meinem Erkenntnisstand wird der Feuerteufel im Laufe der Woche freigelassen. Er ist eine tickende Zeitbombe, die jederzeit wieder hochgehen kann. Vielleicht können wir dabei ja auch ein bisschen nachhelfen. Überwachen Sie ihn. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ich will alles, was er tut, dokumentiert haben. Weitere Anweisungen folgen. M. Murray. M? M? Das kann nur Murray sein. Ziemlich sicher sogar. Ist wohl jedes Mittel recht. Das wird Konsequenzen haben. Ich muss ja einiges ertragen, aber das geht wirklich zu weit. Aber vor allem, wenn uns doch Phil hier eingesperrt hätte, das hätte ihm doch dann gar nichts gebracht. Ja, das wird Konsequenzen haben, aber solange ich nicht mein Riechsalz herstellen kann... Das ist zwar jetzt sehr schön, dass ich jetzt die... Mal gucken, was sich hier noch so finden lässt. Ich habe doch bestimmt... Vielleicht ist hier noch was in der Schublade drin. Nö, nicht wirklich. Leeres Fläschchen Riechsalz. Ich will nicht das ganze Gas verschwenden. Ach, der hat doch hier so eine Standleitung. Wird schon nicht passieren. Das Chemiebuch daran anwenden. Das Skalpell daran anwenden. Ich muss... Ja, wo soll ich denn bitte schön geriebenes Hirschhorn... Hä? Warum geht das immer wieder weg? So, Brief an Phil. Skalpell.
Was haben wir denn noch? Die Packung filterlose Zigaretten. Filterlose Zigaretten. Total trocken und schlecht gestopft. Wenn ich eine anzünden würde, würde sie bestimmt von selbst runterbrennen, ohne dass ich auch nur ein einziges Mal dran ziehen könnte. Warte mal, vielleicht? Ich gucke mal, was in meinen Medikamenten drin ist. Schade, kann ich gar... War doch hier schon Mehl, ne? Mal ich guck nochmal ganz kurz nach. Tatsache, da steht was. Geriebenes Hirschhornmehl erhitzen, bla bla bla, kristallisiert sich zum sogenannten Riechsalz. Das sollte nicht so schwer sein. Ich blöd, Mann. Ich hab noch gar nicht geguckt, ob ich hier überhaupt rauskäme. Ich hab die Tür noch gar nicht probiert, um ehrlich zu sein. Nur ein Schlüsselloch. Ich versuche es gar nicht erst. Ich hab gehört, wie Phil abgeschlossen hat. Ah, okay. Okay. Der Projektor geht auch nicht mehr aus, ne? Hirschhornmehl. Wo in Gottes Namen? Vielleicht... Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Ach ja, stimmt ja, da erinnere ich mich dran. In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder. Genau, das Vorhängeschloss, dann... Ah, da ist noch ein Vorhängeschloss. Massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden Schlüssel bekomme ich das bestimmt. Wieso? Haben wir denn... Ach nee, unser... Also warte mal, wir haben doch jetzt das Skalpell. Schade. Die Pfeile? Dann sagt er bestimmt wieder, nee, geht nicht. Da müsste ich Stunden feilen, bis ich das offen habe. Und die Zeit habe ich nicht. Ach, dass er das auch nicht versucht. Glow in the dark. Am Vorhängeschloss. Den Zollstock daran anwenden. Bobby, nee, ich muss erstmal die Person da irgendwie wach kriegen. Aber ich frage mich natürlich, ob ich noch irgendetwas übersehen habe. Aber so spontan würde ich sagen, nein. Ein leeres Fläschchen Riechsalz. Hier scheint es ja enormen Bedarf daran zu geben, Leute aus einer Ohnmacht zu wecken. Ja, genau. Wenn ich das Chemiebuch... Schade, vielleicht Glow in the Dark? Vielleicht kann ich ja... Das ist jetzt doof. Filterlose, wenn ich eine anzünden. Ja, kann ich die nicht mit dem Skalpell irgendwie aufschnibbeln oder so? Ah, was haben wir denn da? Samuel Gordons Feuerzeug. Ich bin nicht Raucher. Und das soll auch so... Ach Gott. Hätte jetzt schon noch gedacht, dass das funktionieren hätte. Aber scheinbar nicht. Okay. Was haben wir denn noch? Ich probiere mal oder ich gucke einfach mal, ob irgendwo die Pillen aufleuchten. Nein. Dann das Skalpell. Schauen wir mal, ob das Skalpell irgendwo aufleuchtet. Nein, natürlich nicht. Das Chemiebuch, genau, nur bei dem leeren Fläschchen. So, dann haben wir das auch geklärt. Dann den Zettel mit der neuen Botschaft. Karte einer Wahrsagerin. Na, die schleppe ich wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit mit mir rum. Gehe ich von aus. Nee. Was ist denn mit dem Bleistift? Stift ist immer nützlich. Achso, ich hätte gedacht, vielleicht wurde da auch Hirschhornmehl verarbeitet. Aber dieser Projektor geht mir sowas von auf den Zwirn. Aber ich kann ihn leider nicht ausstellen. Oh, mach das verdammte Ding aus. Die Gegensprechanlage. Aber die funktioniert ja scheinbar nicht. Dann haben wir da das Vorhängeschloss, das ich jetzt so leider nicht öffnen kann. Wie sieht's mit dem... Das Kabel hängt da recht unmotiviert. Ach. Das Kabel hängt da recht... Okay, warte mal. Das Kabel... Dann schneiden wir doch mal das Kabel ab. Warum auch immer. Schön, jetzt habe ich Kabel. Prima. Jetzt habe ich ein paar Drähte. Oder kann ich damit vielleicht die Gegensprechanlage reparieren? Weil ich bin ja Physikstudent. Ich werde das dann auf jeden Fall hinkriegen. Na bitte. Wenn ich Kopierer reparieren kann, dann ist so eine Gegensprechanlage... Ach nein, das mit den Kabeln. Na gut. Muss ich das selber wieder machen? Ich hab's doch gesagt. Jetzt kann ich theoretisch Phil runterlocken. Dann speichere ich erstmal. Speichern, neuer Eintrag. Ja, okay, jetzt kann ich gerne Damit Phil könnte ich Phil rufen. Aber ich sollte vorher einen Plan haben, was ich mit ihm mache, wenn er wirklich hier erscheint.
Das wäre grundsätzlich eine super Idee. Es wäre keine schlechte Sache, wenn ich etwas hätte, mit dem ich Phil K.O. schlagen könnte. Habe ich denn nichts? Mit dem Chemiebuch. Es wäre keine schlechte Sache. Kein Türgriff. Also ich würde definitiv sagen, mit dem Chemiebuch könnte ich jeden eins um die Ohren hauen. Oder mit dem Projektor? Schade, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass wenn ich den Projektor wähle, dass ich den dann da hätte anwenden können. Da drin liegt eine stark... Da drin liegt es hätte eine... ja sein können, dass ich dann vielleicht die Leiche nehme und wenn er dann runterkommt, ihn das Ding dann vorm Latz haue. Hätte was gehabt. Aber viel mehr als die Leinwand hochziehen geht leider auch nicht. Dann habe ich noch den Projektor und die Gegensprechanlage. Was könnte ich denn verwenden? Das Fläschchen Riechsalz nützt mir erstmal gar nichts. Skalpell, Brief. Ich bin ganz klar für das Chemiebuch. Mit dem Chemiebuch könnte ich ihm voll eins über den Latz hauen und dann läge er da und alles wäre Töfte. Vielleicht habe ich ja da hinten auch noch irgendwas übersehen. Den Schädel habe ich bereits schon genommen. Ich schaue noch mal ganz kurz auf dem Schreibtisch nach. Da, das Beil zum Beispiel. Nimm doch das verdammte Beil. Junge. Aber nein, ich nehme das Beil nicht. Warum denn eigentlich nicht? Das wäre doch die Gelegenheit, Junge. Ich will nicht das Gas verschwenden. Na gut. Also ich hätte ja das Beil genommen, aber gut. Ein Bleistift. Komm, das hätte doch auch schon im Knast gut funktioniert. Bobby dagegen hauen. Glowsticker. Zollstock. Pfeile. Oder einfach nur schön mit dem Skalpell eins überbraten. Warum geht denn das Ding immer dann weg? Das verstehe ich nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich inzwischen schon alles einmal durchprobiert habe. Ah, ein Oberschenkelknochen. Also ich habe sie zwar der auf... Der Spruch, die Beine in die Hand nehmen, okay, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Ich habe zwar die Knochen schon gesehen gehabt, als wir hier auf dem Schreibtisch geguckt haben, aber na gut, ist mir egal. Dann bitte so. Komm, jetzt mit dem Schön Ober... und gut. Ja. Ich habe etwas, um Phil auszuschalten und er sieht mich nicht, wenn ich hinter der Tür stehe. Fehlt nur noch etwas, das ihn beim Reinkommen ablenkt. Oh nein, ernsthaft. Ja, hier, irgendwas mit dem Gasbrenner, oder? Ich will nicht das ganze... Irgendwas mit dem Gasbrenner wäre doch eine Idee, wenn hier die Zigaretten brennen. Oder das Chemiebuch brennt. Oder das Riechsalz. Wie soll ich ihn denn ablenken, bitteschön? Oder die Medikamente... Kann ich die nicht da reinmachen und dann erhitzen? Warte mal, die Glowsticker. Kannst mir doch erzählen, was du willst. Nee, komm, ich will ja Ralf die Sachen wiedergeben. Ich mach die mal kurz runter. Schade, weil ich hätte glatt gesagt, dass das einen doch ziemlich ablenkt. Vor allem, man rechnet ja dann nicht mit, da kommt er runter und dann lächeln ihn da so zwei komische Smileys an. Ah, das wäre toll. Da. Eigentlich will ich ja hier MacGyver machen. Oder ein leeres Fläschchen. Ja, ja. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier vielleicht irgendwas auf dem Boden hinlegen könnte. Da oben habe ich nichts übersehen. Also es würde ihn doch total ablenken, wenn doch das Chemiebuch da auf dem Boden läge. Da kann mir doch jeder erzählen, also mich würde das sehr irritieren, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn da einfach was auf dem Boden läge. Das ist doch Scheiße. Oder die Leiche. Das wäre zwar ein bisschen doof, aber einfach dann
Dann bin... Warte mal. Oder kann ich... Ah ne, mit den Oberschenkelknochen kann ich wahrscheinlich nicht das Vorhängeschloss öffnen, oder? Da hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert. Hm. Was könnte ich noch tun? Schön und gut. Ich habe etwas und fehlt nur noch etwas, das ihn... Das ihn beim Reinkommen ablenkt. Ich habe so viele Ideen schon gemacht, ne? Ja, kann ich dann einfach den Projektor darauf? Ja, 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 super. Aber das lenkt ihn doch nicht wirklich ab. Aber ist mir egal. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Gut. Da habe ich wohl die Drähte falsch angeschlossen. Ach nein. Aber das sollte... Ich höre Schritte. Oh oh. Oh, lass mich nicht... Und Fletch! Was soll die Scheiße? Mach das Licht aus! Schnell, 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 schnell! Oh, Gott. Ich hab gedacht, der macht das alleine. Tja. Der ist erstmal ausgenommen. Ja, das könnte sehr gut möglich sein. Aber so fesseln oder so wäre das. Aber das hier sollte ich besser an mich nehmen. Sicher ist sicher. Ja, komm, nimm die Knarre! Richtig so, Junge. Mein Gott, was wir alles im Inventar haben. Alter. Warte mal, aber jetzt kann ich wahrscheinlich mit dem Schlüssel das Vorhängeschloss öffnen, oder? Na, so einfach kann es manchmal gehen. Aber ich krieg auch den... Ich krieg den Projektor einfach nicht aus. Naja. So, dieser Schlüssel passt. Na, das ist schon mal gut. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wer da drin liegt. Und, ist es Ralph? Oh nein. Das ist Ralph. Verdammt. Was hat Phil mit ihm gemacht? Sein Gesicht? Sein Oberkörper mit Schnitten übersät? Oh nein. Und der Rest auch. Überall klebt getrocknetes Blut. Dieser miese Bastard, Phil. Dafür wird er bezahlen. Ja, dann komm, hier, machen wir es mal ganz schnell. Abgesägte Schrotflinte. Mal, der macht das doch nicht in Ernst, oder? Das war nur so eine... Nein, das hat er nicht verdient. Was? Natürlich hat er das verdient. Ja, mit Ralph kann ich, glaube ich, so nicht sprechen. Ralph! Keine Chance. Ja. Ralph scheint mich nicht zu hören. Ja, anscheinend wurde er mit irgendwas betäubt. Ich muss versuchen, ihn aufzuwecken. Gut, und dafür brauche ich erstmal... Oh Gott! Vitrine, Schublade, Schublade, Fernseher, Elektroschrott... Gerümpel, kaputte Treppe. Ich will eigentlich... Will ich erstmal raus, oder? Ich habe im Keller noch etwas zu erledigen. Ah, okay. Also kann ich mir draußen das leider noch nicht angucken. Gut, dann schauen wir in der nächsten Folge hier uns einmal ein wenig um, was hier Phil so für sein kleines Sammelsurium alles immer benötigt. Vor allem die leeren Pizzakartons. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dann demnächst wieder mit dabei sein werdet bei Black Mirror 3. Und ich sage dann bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.